deutscher Meister vorfällt, heißt das nicht. Heißes, ja. Willkommen zurück zu Scoletto TV. Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wahnsinnig stürmisch hier oben auf dem Bochumer Tippelsplan. Es liegt wahrscheinlich an den grandiosen Ergebnissen und stürmischen Ergebnissen des ersten Spieltags und ich freue mich, dass es wieder losgeht, dass die Sommerpause endlich vorbei ist. Willkommen zurück zu Scoletto TV. Das Fundstück der Woche kommt diesmal vom Kollegen Arndt Zeigler. Der war mit seinem WDR-Kumpels auf der Saisonabschlussfahrt in Mallorca, hat da die Schweinegrippe hingebracht, wie man jetzt hier aktuell auf diesen Fotos sehen kann. Und dann hat er anschließend auf der Saisonöffnung vom SV Werder Bremen dieses wunderbare Baustellenfoto geschossen. Arndt Zeigler läuft übrigens aktuell wieder immer sonntags um 23.45 Uhr schon mit seiner Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Einfach mal reinschauen. Meine Damen und Herren, ich habe das große Vergnügen, dass ich hier mit dem Fußballfachmann schlechthin zusammenstehe, Frank Gosen. Und Frank, ja, dass du überhaupt noch Zeit für mich gefunden hast, finde ich großartig. Er hat hier unten einen Bunker gebaut, wo er eigentlich sich eingeschlossen hat die ganze Woche. Schön, dass du noch mal kurz rausgekommen bist. Tag und Nacht Fußball, auch dein Ding? Absolut. Ab 17.30 Uhr freitags liege ich jetzt in meinem umgebauten Keller und gucke Fußball bis Sonntagabend 20.30 Uhr. Und ich muss mir nur noch überlegen, was ich in der Woche mache. Fußball rund um die Uhr, 24 Stunden. Wer braucht noch Schlaf? Sehr schön. Und ich muss wirklich meinen Finger in die Wunde reinlegen, wobei das ist ja in dem Fall sehr positiv. Frank Gosen hat schon wieder 10 Kilo, glaube ich, abgenommen, mindestens. Im Trainingslager bei Felix Magath warst du. Du bist fit wie Kevin Gourani, kann man nicht anders sagen. Ich bin vielleicht sogar ein bisschen fitter auf lange Sicht gesehen. Der VfL hat auf dem Markt keinen fünften Stürmer gefunden, will nicht auf die eigene Jugend zurückgreifen aus mangelnder Erfahrung. Erfahrung bringe ich genug mit mir. 35 Jahre Wiesenfußball, also ich denke, spätestens in der Rückrunde schlägt meine Stunde. Und der Mann hat es ja nicht nur in den Beinen, er hat es auch im Kopf mittlerweile. Ist bekannt, dass er der Tipper des Jahres überhaupt ist. Manni Breukmann hat aufgegeben, gegen ihn zu tippen. Frank, deshalb muss ich dich fragen, Herbstmeister wird, nach dem ersten Spieltag kannst du uns ja fachmännisch da Auskunft geben, Herbstmeister wird wer und wer steigt ab? Auf jeden Fall wird Herbstmeister Borussia Mönchengladbach. Wer in der Lage ist, gegen die konzentrierte Defensive des VfL Bochum gleich am ersten Spieltag 3 Tore zu schießen, dessen Weg führt ganz nach oben. Absteigen wird auf jeden Fall auch Borussia Mönchengladbach, weil sie es dann in der zweiten Hälfte nicht mehr durchhalten. Und ansonsten selbstverständlich wie verordnet die Mannschaften, die am wenigsten Geld haben. So herrlich schön grün ist das Ruhrgebiet, wie man im Hintergrund hoffentlich sehen kann. Und dieses herrlich schön grüne Ruhrgebiet genießt auch der Schalke-Torhüter Manuel Neuer. Und damit sind wir bei der Rubrik Zitat der Woche. Denn sein Zitat ist leider in der Sommerpause etwas untergegangen. Manuel Neuer hat angesichts der relativ wenigen Tore, die der SV in der letzten Saison geschossen hat, so schön gesagt, wir schießen so wenig Tore, vielleicht heißen wir deshalb auch die Knappen. Die Halbzeitlektüre kommt diesmal von Thomas Lötz und Ronaldo Kudu und heißt 100 Legenden der Bundesliga. Für absolute Fußballfreaks, sag ich mal, steht da nicht richtig viel Neues drin, aber für Leute, die sich so ein bisschen an den Fußball erstmal rantasten wollen, ist es die Empfehlung überhaupt. Und Geschichten, sag ich mal, über Stig Töfting hört man und liest man immer wieder gerne. Und Bilder wie hier von Günther Netzer, Ernst Happel, oder auch dieses wahnsinnssagenhafte Foto von Rainer Kallmund. Respekt, meine Herren. Schönes Buch. Und wer dieses wunderbare Buch gewinnen möchte, der muss eigentlich nur auf scudetto.de gehen. Dort auf den Link zu dieser Sendung. Dann in den Kommentaren die 3 eigenen ganz persönlichen Legenden posten. Die richtige E-Mail-Adresse hinterlassen. Ja, und dann hat man die Chance, eins dieser Bücher zu gewinnen. Viel Erfolg. Das war es auch schon von der ersten Sendung von Scudetto TV nach der Sommerpause. Nächste Woche gibt es Bilder von der neuen DSF-Sendung Heimspiel. Und zum Abschluss jetzt noch eine kleine Lotte-Impression. Pokalspiel VfL Bochum und DJ Friedel von Hagen, ein wahrhaft großer Karnevalsbade, hat seinen Song zum Besten gegeben. Diese Bilder jetzt gleich zum Schluss. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen nächsten Spieltag. Alles Gute und auf bald. Komm rein, ja gar nicht. Du hast ganz Luft auf mich. Also für dich noch Luft.